Machen mit Plotly, das erlaubt uns, dass das Diagramm interaktiv ist. Ich habe hier ein Codespaces aufgemacht, das heißt in Streamlit oben im eigenen Account rechts auf Create App, dann kommt man hier rein, kann auf wie immer Create App machen, sich ein Codespace aufmachen und so weiter und dann kommt man in sowas hier rein. Ich habe schon mal gemacht, da das ja immer ein bisschen dauert. Und ich mache es halt mal ein bisschen größer hier, dass man es auch besser lesen kann, vielleicht nicht zu groß. Und zuerst mal die Requirements, denn sonst braucht man wieder diesen Rebuild. Nur zur Erinnerung, Rebuild ist oben mit dem Größerzeichen und dann auch Rebuild oder hier reinschreiben Rebuild, kann man das hier machen. Das heißt, wenn man hier den Requirements was ändert, einmal auf Rebuild. Was wir jetzt brauchen ist, ich benutze wieder Mac 4, um die Daten zu haben, Pandas, brauchen wir glaube ich gar nicht, ich lasse mal drin zur Sicherheit, damit ich kein Rebuild machen muss. Und dann Plotly Express. Das ist auf jeden Fall wichtig und ich habe das gerade schon gemacht. Das heißt, ich brauche jetzt kein Rebuild, sondern ich kann es einfach so lassen. Und dann mache ich mal links mir auch ein bisschen mehr Platz. Und dann fange ich mal an. Also als erstes schaue ich mal, welche Datensätze ich aus Mac 4 habe. Beziehungsweise brauche ich einen Import Streamlit. Mit SST und dann brauche ich einen Import Mac 4 nehme ich da SMG und dann Import natürlich Plotly Express, das brauchen wir auf jeden Fall S und dann nimmt man meistens PX als Abkürzung. Und jetzt schaue ich mir wie gesagt erstmal an, was für Datensätze ich habe. Gut, kenne ich das ja schon. Ich nehme da auch gleich eine Variable, ich nenne die mal Datasets, also die Mark 4 Datasets, MG Available Datasets. Und dann will ich mir die einmal angucken und da finde ich mal ein ST Data Frame, weil es auch Data Frames sind, und schreibe da das MG Datasets rein. Machen wir hier einen Rerun und dann sehe ich hier diese Datasets. Das ist ja schon mal wunderbar. Das verschiebe ich jetzt weiter auf nachher, sondern nehme erstmal nur einen daraus und zwar mal MG Get Data, sagen wir mal, einen Basta Create und dann mal was anderes, vielleicht diesen MA Sean. MA. Und das Ganze hier nenne ich dann einfach ein Geo Rock Dataset. Das ist ja von Geo Rock. So, und den will ich dann plotten mit Plotly Express und das geht jetzt tatsächlich ziemlich einfach, denn alles, was ich hierfür brauche, ist PX, Scatterplot und dann muss ich hier diesen GeoRock Dataset oder na, jetzt nenne ich den nochmal einfach nur DF, weil das ist ja eigentlich ein Data Frame, mache ja auch ein DF rein und jetzt muss ich hier angeben, für X soll genommen werden. Das heißt jetzt, welche Spalte aus dem DF soll genommen werden. Soll genommen werden Magnesium und als Y will ich haben Silizium. Und mehr oder weniger war es das Ganze schon. Jetzt zeige ich noch, dass das hier eine Figur ist, dass das die Figur ist, die dargestellt werden soll. Und dann brauche ich den Plotly-Befehl dafür, der ist ST, Plotly-Chart, das ist auch schon, da schreibe ich auch ein Figur. Und dann soll ich schon den Plot haben. Und das war es hier tatsächlich auch schon. Also so schnell kann ich hier dann plotten. Und das Schicke jetzt an diesem Plot ist, dass der interaktiv ist. Das heißt, ich kann jetzt hier an eine bestimmte Stelle hinfahren. Ich kann an eine Stelle rauszoomen, indem ich auf die Weise. Es gibt aber auch irgendwo eigentlich so ein... hier war das... da komme ich wieder zurück und hier kann ich einen bestimmten Bereich rauszoomen, was natürlich sehr praktisch ist. Und so weiter. Reset Access, wie gesagt, da kommt man dann immer wieder zu dem Ganzen zurück. Und dann hat man hier auch Download Plot als PNG-File und dann kann man sich den Plot direkt runterladen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist mal noch ein bisschen die Achsen zumindest beschriften. Dafür braucht man einen Fig und jetzt heißt es im Plotly Update Layout und dann macht man den X-Axis
Title. Und der ist jetzt gleich hier mal in den F-String rein. Und dann soll das sein, jetzt muss ich das natürlich anders machen. F-String, ich schreibe jetzt mal hier nochmal schon mal die Weight Percent hin. Also das ist dann die X-Achse. Und manchmal braucht es ein bisschen, bis das wieder lädt hier. Das heißt, was ich jetzt brauche, ist, dass ich, sagen wir mal, ich nenne das X-Element ist gleich Magnesium und Y-Element ist gleich Silizium. Und dann schreibe ich das natürlich auch hier rein. Dann brauche ich an der Stelle der Zeile 13 kein Magnesium mehr, sondern das ist X-Element. Und das hier ist Y-Element. Und jetzt kann ich bei dem F-String auch dieses X-Element benutzen. X. Und das muss jetzt in die geschweifte Klammer. X-Element. Dann mache ich mal Rerun. Und jetzt habe ich hier Magnesium Weight Percent und das Ganze für die Y auch nochmal. Also hier einmal Y-Axis Title und Y-Element. Dann mal Reload. Und jetzt sollte hier auch stehen Silizium Weight Percent. Magnesium Weight Percent. Alles wunderbar. Jetzt haben wir hier noch die ganzen, weil die Daten ja in PPM sind, nicht in Weight Percent, was ich auch mal ändern werde. Nicht jetzt, aber deshalb teile ich das Ganze hier noch durch 10.000 Mal. Und zwar an der Stelle brauche ich dann X-Element. Wie mache ich das jetzt am einfachsten? Hier wähle ich es aus und dann habe ich noch die, sagen wir mal, X-Element Data ist gleich aus dem Data Frame X-Element natürlich und das Ganze geteilt durch 10.000 und das Ganze auch noch für Y-Element und jetzt wird also aus dem Data Frame nehme ich die Magnesiumspalte, die muss ich durch 10.000 teilen, damit ich ein Gewichtsprozent habe. Ja, das müsste in der Form funktionieren. Sollte nur das X-Element Data muss hier an der Stelle stehen und das Y-Data an der Stelle. Da werden ja die Daten in den Plot reingeladen und an der Stelle jetzt nicht die Daten, sondern eben der Name der Elemente, die hier geplottet werden sollen. So, dann machen wir mal einen Rerun. Gucken mal. Und jetzt passt das Ganze auch. Jetzt könnte ich aus dem Ganzen natürlich einmal mehr einen Befehl machen und dann mir auch auswählen können, welchen Datensatz ich hier vielleicht darstellen lassen will. Also das Ganze mache ich dann sofort immer den Befehl, den nenne ich mal Plot Data. Und dann soll hier geplottet werden am X-Element, das Y-Element und der Dataset. Dann rücke ich alles ein hier. Und an der Stelle steht es nicht mehr MA-Chance, sondern das Dataset, das ich auswähle. Wie ich das auswähle, mache ich gleich auch noch. XL, YL brauche ich nicht mehr, weil das kommt jetzt über die Argumente im Befehl dazu. Und dann war es das eigentlich schon, das müsste der gesamte Befehl sein. Jetzt muss ich den ausführen. Also machen wir Plot Data und schreibe hier ein Magnesium, Silizium und schreibe nochmal kurz MA, diesen MA-Schan rein. Funktioniert es wieder? Ich kann hier auch noch ein, das heißt, Title, Moment, nicht dort, sondern hier beim Scatter kann ich noch Title dazu machen. Dataset, dann wird noch hingeschrieben, dass es der MA-Chan ist. Mal Rerun.
Title Dataset. Steht es nicht dran. Aber es gibt auch keine Fehlermeldung. Okay, ich lasse das mal gerade. Vielleicht hat es gerade nicht richtig geladen. Ich mache mir hier noch weiter. Jetzt will ich die Elemente auswählen und auch zunächst mal erstmal den Dataset. So, um den Dataset auszuwählen, will ich erstmal nur alle GeoRock-Daten haben. Das heißt, ich baue mir hier mal einen Filter ein. Für MG-Datasets mache ich jetzt einen Filter. Das MG-Datasets soll sein GeoRock. Das ist jetzt groß geschrieben, das ändere ich auch mal, dass das immer klein geschrieben ist. Und dann wende ich den Filter an auf diese MG-Datasets-Filter. Jetzt habe ich alle GeoRock-Datasets. Und dann zeige ich mir mal die an, dass ich nur noch die habe. Der GeoRock-Datasets. Das ist nicht ganz so, dass wie ich mir das vorgestellt habe. Was haben wir? Datasets. Hier oben stimmt natürlich nicht. Datasets Source. Soll er in der Spalte Source geguckt werden. Also es soll nur die Datasets aus der Spalte Source soll nur die Datasets gewählt werden, in deren Spalte Source GeoRock steht. So, das habe ich jetzt geschafft. Jetzt werden die auch alle dargestellt. Und jetzt brauche ich eigentlich nur die ganzen Titles hier. Und die bekomme ich, indem ich hier hinten noch hinschreibe Title, dass mir die Title-Spalte genommen wird. Das ist hier der Fall. Und damit habe ich jetzt alles, was ich an. Dann habe ich jetzt alles, was ich hier brauche. Und das Ganze. Das will ich jetzt auch nicht mehr dargestellt haben. So, GeoRock Datasets Title. Das heißt, ich kann dieses Title auch direkt hier dahinter hinschreiben. Und dann sind das hier die GeoRock Titles. Mittlerweile ist auch das immer hier oben aufgetaucht. Und dann schon mal hier die Select-Box, ST-Select-Box. Und da kommen jetzt diese GeoRock-Datasets rein. Und jetzt sollte ich hier ein bisschen, Select-Box braucht immer davor einen String, der Select-Box einen Title gibt. Dann Select-Dataset. So. Natürlich mittlerweile auch schon da. Jetzt kann ich hier das Dataset aussuchen und das ist die Select-Box und jetzt mal hier noch eine Select-Dataset. Schreibe also das Ergebnis dessen, was ich hier auswähle, in diese Variable Select-Dataset und mache die hier in den Befehl rein. Und dann wird jetzt 90s East Rich dargestellt oder Amy Shan oder McDonald Island und so weiter. Das ist sehr ähnlich wie davor. Wie gesagt, jetzt haben wir eben diesen interaktiven Plot. Und jetzt will ich vielleicht noch, dass die, sagen wir mal, die Elemente natürlich auch noch darstellen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal, einfach Copy und Paste komplett, Select X Element und dann Select X Axis, nenne ich das mal Axis. Und hier kommt dann die Elementsliste rein, Elements, die fehlt noch. Und dafür manchmal Elements ist gleich. Und jetzt ziehe ich mir einen Datensatz runter, mg get data und nehme nochmal MA Shan, ist ja egal. MA Shan und hier funktioniert auch schon was, natürlich nicht das, was ich so haben will, weil ich will ja haben die ganzen Titel, also zu Columns to list und dann hier ab 27. So, jetzt habe ich hier Silizium und wie gesagt, wahrscheinlich muss ich das hier wieder einen richtigen Reload machen und dann sollte es funktionieren. Ich mache immer noch das gleiche für die Y-Achse, also schreibe hier unten hin Select Y-Element und auch hier Y-Achse. Elements bleibt der gleich, beziehungsweise natürlich muss ich hier das dann auch in den Befehl reinschreiben. Einmal für x, einmal für y,
hier Y ersetzen, nicht vergessen. So, damit soll das jetzt eigentlich fertig sein. Ich mache nochmal einen Reload. Ja, funktioniert das Ganze auch. Und jetzt möchte ich diese beiden Dropdowns, also eigentlich müssen es drei Dropdowns sein, da haben wir gerade nur zwei angezeigt. Dritte kommt bestimmt gleich beim nächsten Reload, auf die linke Seite haben. Und dafür gibt es ST-Columns, das sieht wie folgt aus. Ich möchte jetzt zwei Columns haben, einmal links, einmal rechts. Links sollen die Dropdowns sein, rechts soll der Plot sein. Also mache ich hier ST, nehme ich hier Col 1, Column 2 ist gleich und dann hier ST-Columns. Und jetzt mache ich noch was, jetzt schreibe ich hier rein eine Liste und zwar rechts 30, das heißt rechts 30%, links 70%. Das ist die Breite dieser Columns. Und dann benutze ich die, also mit Column 1. Und da sollen jetzt die ganzen Dropdowns rein. Und machen wir hier einen Rerun, dann sieht man schon ein bisschen was. Hier sind die Dropdowns jetzt drin. Und in Column 2 kommt jetzt der Plot rein. Und jetzt ist der Plot hier auf der linken Seite. Und damit ist das Ganze jetzt doch schon relativ schick. Jetzt haben wir relativ schnell, das ist ein, wenn man die Leerzeilen mal hier raus macht, hier links im Code sind es 20 Programmzeilen. Man hat hier einen interaktiven Plot. Ja, wenn ich hier rein will, kann ich das machen. Ich kann hier ein bisschen rumpennen. Das ist alles wunderbar. Ich habe die Achsen werden automatisch beschriftet. Ich kann hier aussuchen, welchen Datensatz ich haben will. Das war der gleiche. Und dann funktioniert es auf sehr einfache Art und Weise wunderbar. Und sobald ich dann hier auf hier links auf Source Control gehe und hier eine Message reingeht, Update und den Commit mache, Commit den Push, dann ist auch das Ganze online und die App ist online und ich kann sie verwenden. Das ist also, wie man mit Plotly und in der Kombination mit Streamlit dann hier eine interaktive Web-App erstellt.